Ho, ho, ho. Ihr seht, wir haben mal wieder Sportsachen an. Heute ist der 3. Advent und heute ist Adventslauf. Hier in Zwickau am wunderschönen Schwanenteich. Nicht Schwanensee, wie ich immer sage. Schwanenteich. Und wir nehmen euch einfach mal ein bisschen mit, weil wir haben es in einem der letzten Videos schon mal gesagt und jetzt ist es offiziell. Es wird ab nächstes Jahr ein Sportteam geben und zwar das Sportteam Optionsstrategien. Dazu werdet ihr dann in den nächsten Wochen, gibt es dann noch genauere Infos. Das heißt also, wir werden dann auch bei vielen Sportwettkämpfen in Deutschland, Österreich, Schweiz vertreten sein. Mit eigenen Farben, mit Logos, mit vielen Sportlern. Und das wird bestimmt eine ganz tolle Sache. Und da muss man natürlich mit gutem Beispiel vorangehen. Deswegen heute unser Jahresabschlusslauf. Was ist unser Ziel heute? Ein guter, gut und gesund ins Ziel kommen. Ins Ziel kommen ist unser Ziel heute. Das ist nämlich, heute ist ja Sonntag, unser Sonntagslauf, den wir sonst auch machen. Ganz entspannt. Wir laufen die 5 Kilometer mit. 5 Kilometer. Und unsere Kim, die läuft die... Unsere Tochter läuft 900. Genau, die 900. So. Also gewinnen wird wahrscheinlich schwierig, aber wir werden ins Ziel kommen. Wir haben Spaß. Wir haben Spaß. Bis gleich. So, und was jetzt so ein bisschen komisch aussah, das war jetzt der Bambini-Lauf. Und das Interessante ist hier natürlich dabei, dass am aufgeregtesten die ganzen Eltern sind. Ich glaube, die sind auch am ehrgeizigsten. Also die Kinder haben einfach Spaß und die Eltern, die machen da tierisch Stress. Wie so oft. Sehr, sehr lustig. Lecker. So, letztes Video vor dem Start. Eins haben wir schon mal rausgefunden. Es ist kalt. Es ist wirklich, Adventslauf heißt, es ist kalt. Und deswegen haben wir noch voll jetzt in Jacke und Montur, die ziehen wir jetzt aus. Und dann müssen wir uns ganz sehr beeilen, dass es schnell vorbei ist. Das ist warm doch. Das ist warm doch. Also, bis dann. Also, wir haben es geschafft. Wir sind auch geschafft. Geht. Also, wir haben es geschafft, wir sind gut ins Ziel gekommen. Ich muss wieder sagen, ich verneige mich vor meinem Coach. Der hat mich wieder ins Ziel getrieben. Unglaublich. Ich muss euch da später noch mal was dazu erzählen, wie man Ziele setzt, wie man Zwischenziele setzt, wie man Visionen aufbaut und vor allem, wie ein Coach Druck machen kann. War ganz, ganz großartig. Also, toll, hast du gut gemacht. Wir gönnen uns Urpula. Haben wir verloren. Wir gönnen uns jetzt was. Und? Tee. Hier, ich guck mal rein. Kein Glühwein, Tee. Tee ist das. So, und wie es dann heute weitergeht, das seht ihr später. Wir gehen auf jeden Fall jetzt erstmal nach Hause. Sportfrei. Ciao. So, der Lauf ist vorbei. Einen Tag später. Ich sitze wieder hier bei mir im Büro und beobachte mal den Fortgang des Freitags-Crashs. Und bislang sieht es ja noch ganz gut aus. Der S&P kämpft gerade um die 2000er Marke, runde Marke. Aber zum eigentlichen Thema. Ich habe es euch schon im Anfang des Videos unseres kleinen Laufvlogs gesagt oder darauf hingewiesen. Und ich möchte das jetzt hier an der Stelle nochmal ein wenig konkretisieren. Was werden wir im nächsten Jahr im Bereich Sport machen und was hat das hier mit Optionsstrategien zu tun? Wir gründen also ein eigenes Sportteam. Wir treten quasi in die Fußstapfen von Red Bull, auch wenn wir mit großer Wahrscheinlichkeit im nächsten Jahr noch kein Formel-1-Team haben werden. Aber was werden wir machen? Wir haben einfach mitbekommen, oder ich habe es mitbekommen, dass wir unter unseren Kunden, unseren Freunden auf Facebook, vielen YouTube-Followern und so weiter, dass wir da ganz viele Sportbegeisterte haben. Weil ich habe durch die paar Sachen, die wir hier auf dem Kanal gemacht haben oder auch auf Tradermacher, habe ich ganz einfach gesehen, wie viele mir dann geschrieben haben, gesagt, Mensch, super, ich laufe auch oder ich will mich auch mal wieder aufraffen, möchte etwas machen und so weiter. Und wir wollen das natürlich ein bisschen unterstützen
durchaus aus Eigennutz, denn das hilft uns natürlich auch selber, uns zu motivieren, mich zu motivieren, ne, damit ich auch die berühmte 20-Zentimeter-Übung machen kann. Ihr kennt ja alle 20-Zentimeter-Übungen, einfach den Hintern hoch zu bekommen. So, und deswegen gründen wir also im neuen Jahr einen, sagen wir mal einfach einen Sportclub, einen Sportverein oder besser gesagt, wir gründen ein Sportteam. Das Team wird heißen Team Optionsstrategien und jeder kann in diesem Team mitmachen. Das heißt, es gibt keine Aufnahmeverpflichtungen, niemand muss nachweisen, dass er eine bestimmte Leistung bringt. Wichtig ist nur, dass er überhaupt Sport machen möchte und dass er eben an irgendwelchen Wettkämpfen teilnehmen möchte. Wir werden uns am Anfang, denke ich mal, ein wenig auf die Laufsachen konzentrieren. Also wenn jemand jetzt, wie wir jetzt mal 5 oder 10 Kilometer läuft, einen Halbmarathon oder einen Marathon, oder wenn jemand von mir aus auch einen Triathlon macht oder Rad fährt oder sowas in der Art, ne? Also diese Dinge, die ein bisschen Ausdauer erfordern, der kann also Mitglied in unserem Team werden. Was werden wir dafür tun? Wir werden auf der einen Seite wir werden Teamkleidung zur Verfügung stellen. Das heißt also, wir werden wirklich richtig tolle Teamkleidung herstellen lassen. Also das heißt mit Logos, Jacken, Hosen, kurz, lang, Mützen, alles was es da so gibt, von einem richtig guten Designer gemacht, sodass das wirklich schick ausschaut, also dass man sich da auch hintrauen kann unter die Leute. Und wir werden das absolut zum Selbstkostenpreis abgeben. Und da wir ja ein bisschen größer ordern werden, wird das also auch wesentlich günstiger sein, als wenn da jemand in ein Sportgeschäft geht und das da kauft. Und wir werden natürlich, wenn jemand was Besonderes macht, also ich weiß ja, wir haben hier Kunden dabei, ganz verrückt, ich habe welche auf der World of Trading getroffen, viele Grüße an der Stelle, die rennen 100 Kilometer am Stück. Also wenn irgendjemand sowas Verrücktes macht oder wenn jemand was Besonderes machen will, einen Marathon in Berlin oder in New York oder irgendetwas, dann werden wir uns da auch ein wenig am Sponsoring beteiligen. Das heißt, wir werden auch mal die Anmeldegebühren mit übernehmen oder teilweise mit übernehmen, denjenigen noch ein bisschen oder auch diejenige oder auch, wenn es eine Familie ist oder so, ausstatten. Und damit wir eben einfach auch diese Gemeinschaft an Optionsverrückten, die wir ja nun mal sind, dass wir die auch aus dem Business mal heraustragen und ein wenig in das ganze Sportgeschehen hineinbringen. Es wird dazu so ab Mitte Januar, Ende, sagen wir mal ab Ende Januar ungefähr, wird es dazu dann auch eine eigene Webseite geben, beziehungsweise ja, es wird eine eigene Webseite geben, wo wir das dann alles draufstellen werden, wie man da also Mitglied werden kann. Und wie gesagt, es gibt keinerlei Aufnahmebegrenzungen, es muss auch niemand Kunde sein, wahrscheinlich gucken aber eh nur Leute zu, die bei uns Kunde sind und werden da auch mitmachen. Und dann wird es auch nächstes Jahr zum Beispiel das ein oder andere Event geben, was wir dann gemeinsam bestreiten können. Das heißt also, wo wir vom Team hier hinkommen werden, wo ihr dann alle mit hinkommen könnt und wo wir einfach mal gemeinsam ein paar Dinge tun werden. Also dass man einfach sagt, man macht mal gemeinsam einen Lauf, mal 10 Kilometer oder mal einen Halbmarathon oder irgendetwas. Und wer uns kennt, der weiß, dass wir uns da drumherum ein bisschen was einfallen lassen werden. So, und das Ganze hat natürlich aber auch soll auch einen sinnvollen Hintergrund haben. Also das heißt, wir wollen natürlich nicht nur gemeinsam Spaß haben, den haben wir sowieso immer, sondern wir wollen da auch was Gutes dafür tun. Und zwar wollen wir mit diesen Aktionen, wenn wir das Ganze machen, auch ein bisschen Geld einsammeln für karitative Zwecke. Und an der Stelle möchten wir jetzt gar nichts vorgeben. Wir möchten also gar nicht sagen, ihr wisst selbst, wir unterstützen zum Beispiel einen Verein, der krebskranken Kindern hilft. Jetzt weiß ich aber, dass es viele von euch da draußen gibt, die auch karitativ tätig sind, die Vereine unterstützen, die selber aktiv sind, die irgendetwas machen. Und wir wollen einfach helfen, dass man mit dieser, ja doch ein bisschen medialen Aufmerksamkeit, die wir da bieten können, für diese Projekte Geld einsammeln kann, um diese zu unterstützen, weil wir haben nun mal das Privileg, dass es uns relativ gut geht, ne? Also ich glaube, niemand von uns, egal wie erfolgreich er ist im Trading, muss Not leiden, sondern uns geht es wirklich allen gut. Und jetzt wird natürlich immer so um die Weihnachtszeit herum, da wird gespendet, was das Zeug hält, und am 1. Januar denkt keiner mehr dran. Und wir wollen das aber das ganze Jahr machen. Das heißt,
Wenn jemand von euch sagt, er möchte auch mit seinem Laufen oder mit seinem Radfahren oder mit irgendetwas gleichzeitig noch etwas für einen guten Zweck tun, dann werden wir das unterstützen durch mediale Aufmerksamkeit, den wir ein bisschen pushen und damit derjenige, diejenige dann für den Verein, der ihm am Herzen liegt, ganz einfach was einsammeln kann, damit er ihn unterstützen kann oder wenn es ihm auch einfach vielleicht nur darum geht, mediale Aufmerksamkeit zu erzeugen, um die Arbeit dieses Vereins, des jeweiligen Vereins zu unterstützen. Wir werden unsere Projekte, die wir unterstützt haben, weiterhin unterstützen und das ist uns persönlich auch wichtig und ihr solltet es auch tun. Sucht euch was in eurer Nähe, wo ihr sagt, das wäre wichtig, die verdienen es, dass wir sie finanziell unterstützen und wir helfen euch dann, wo wir da können. Und damit verbinden wir viele Dinge, nämlich Spaß auf der einen Seite mit etwas guten Engagement, weil ich bin der Meinung, man sollte wirklich tue Gutes und rede darüber, weil das motiviert auch andere mitzumachen. So, und dann freue ich mich also jetzt schon drauf, dass wir dann quasi ab Januar losstarten können mit unserem Team Optionsstrategien. Bis dahin lassen wir es uns noch ein bisschen gut gehen, essen die ganzen leckeren Sachen, die es zu Weihnachten gibt und dann fangen wir im neuen Jahr dann an mit der Sportlichkeit, okay? Wir sehen uns also dann nächstes Jahr entweder auf der Laufstrecke oder irgendwo anders. Euch alles Gute bis dahin. Servus, macht's gut. Bye, bye.